So, Leute, so langsam wird da ein Haus draus. Ich bin jetzt mal gespannt, inwiefern wir den Gang da vorne hinbekommen, ob das gut aussehen wird. Denn da bin ich mir tatsächlich noch nicht so ganz sicher. Ich werde es mit den Stützpfeilern machen. Hatte ich im letzten Part ja einmal kurz angeschnitten. Den da hochzuziehen sähe, glaube ich, komisch aus. Ich muss da jetzt einmal ganz kurz hochkommen. Moment. Ja, genau so nämlich. So. Und dann gucken wir nämlich jetzt einmal ganz kurz, bevor wir jetzt hier wieder wie wild drauf losbauen. Hier ist direkt neben dem Block so ein Ding. Hier wäre direkt neben dem Block so ein Ding. Hä, doch, es passt eigentlich. Ja, voll gut. Das passt. Das machen wir. Geil. Damit herzlich willkommen zurück, Leute, zu unserem klitzekleinen Minecraft-Projekt, was mittlerweile gar nicht mehr so klitzeklein ist und schon in die 150 Parts jetzt langsam geht, oder? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, bei welcher Part wir gerade stehen. Ich bin hier gerade voll in der Vorproduktion. Das ist das falsche Holz. Ich bin hier gerade voll in der Vorproduktion für meinen Urlaub. Deswegen nehme ich hier auch gerade relativ schnell hintereinander auf. Von daher habe ich den Überblick verloren. Ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, muss ich noch 7 Parts aufnehmen, dann ist mein gesamter Urlaub, meine gesamte Urlaubszeit abgedeckt. Ich bin wahrscheinlich gar nicht die gesamte Zeit, die ich Urlaub habe, weg. Aber, ja, ne, macht ja nichts. Besser alles abgedeckt, als nicht alles abgedeckt. Das gerade ist Samstag, an dem ich das aufnehme. Mein erster, naja, was heißt Urlaubstag? Ich meine, Urlaubstag ist es theoretisch ja nicht, sondern Wochenende. Aber es ist quasi, ja, der letzte, also der erste Tag, nachdem ich nicht mehr arbeiten muss, sozusagen. Na, ihr versteht, was ich meine. Ihr versteht, was ich meine. Für mich ist das der Urlaubsanfang. Mein Urlaubsanfang ist Samstag. So. Genau, und ich weiß nicht, wir sind gerade noch überlegen, wann wir in Urlaub fahren. Ne? Es sieht richtig gut aus eigentlich, ne? Sieht richtig gut aus eigentlich. Ich könnte jetzt theoretisch natürlich hier noch sowas hochziehen, ne? Da sind ja auch irgendwo. Genau, hier ist auch so Stützpfosten. Ich könnte theoretisch. Den kann ich nicht. Kann ich nicht. Lassen wir. Ist auch egal. Ist auch wurscht. Aber das sieht sich ganz gut aus, glaube ich. Wir könnten hier in die Mitte so ein Ding reinsetzen. Aber ich glaube, das macht auch nicht so viel Sinn. Ist schon okay. Ist schon okay. So, dann brauche ich meine Treppen wieder. Die sind hier. Zack. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, dass ich jetzt die Höhe nicht falsch baue. Hier muss erst. Wo kommst du denn her? Ist das Vieh gerade auf dem einen Erdblock gespawnt? Es hat angefangen. Ich schwöre bei Gott, es hat angefangen. Super. Super. Just awesome. Wisst ihr, Leute. Kommt, erst spawnt er so ein random Huhn. Dann willst du mich runterschubsen. Dann schlachte ich's ab und dann springe ich selber in den Tod. Klasse. Ja, was für You Can Only Sleep at Night, Mann. Es ist doch schon düster hier. Es ist doch schon düster. Was das cool wäre, wisst ihr, was cool wäre, wenn man eigentlich auch einfach in einem dunklen Raum tagsüber schlafen könnte, um sozusagen die Nacht, den Tag zu skippen und direkt zur Nacht zu kommen. Das wäre eigentlich mal eine coole Sache, oder? Weil ich meine, manchmal möchte man ja vielleicht auch bis zur Nacht vorwärts skippen, um vielleicht sich ein Battle mit Gegnern zu leisten oder sowas in der Art. Irgendwie sowas. Oder sehen, wie irgendwas im Dunkeln aussieht. Und ich meine, klar, mit Mods kann man immer direkt zur entsprechenden Tageszeit skippen. Aber wäre es nicht cool, wenn das auch einfach in Minecraft inkludiert gehen würde? Weil ich meine, wer sagt, dass ich nicht tagsüber schlafen darf, wenn ich bis zur Nacht vorwarten möchte? Wie im Real Life quasi. Ne? Mein Schlafen ist im Endeffekt auch nur ein Teleport bis zur nächsten Tageszeit. Ist eigentlich so. Ist eigentlich eine Zeitreise im Endeffekt, ne? Schlafen ist das, was am nächsten zur Zeitreisen rankommt, was wir haben, ne? Weil im Endeffekt, sobald du schläfst, bam, du wachst auf, das ist plötzlich 8 Stunden später. Das ist wirklich das nächste, was wir haben, was an Zeitreisen rankommt. Das ist schon wild. Das Problem ist halt, es geht nur in eine Richtung, ne? Du kannst halt nicht rückwärts schlafen, so. Das wäre geil. Stell dir das mal vor. Du schläfst einfach rückwärts und dann bist du plötzlich wieder einen Tag vorher. Das wäre schon wild. Hm. Ja, ich finde, es wird also Zeit für ein Schlaf-Update, oder, Leute? Ich meine, Schlaf ist jetzt irgendwie seit Anbeginn der Menschheit genau gleich geblieben. Da könnte man also mal ein Update pushen, finde ich. Wird eigentlich mal Zeit. Doch, kann man schon machen. Dann sollte man nur bitte vorher das Update gut getestet haben, weil wenn der Schlaf plötzlich dazwischen und abstürzt und man nicht mehr aufwacht, wäre auch blöd. So, und damit habe ich die perfekte Überleitung geschaffen zu einem Thema, über das ich heute kurz mit euch quatschen möchte. Wenn ihr diesen Part seht, ist es zwar schon lange vorbei und alles wieder gefixt, aber wenn ich das hier aufnehme, ist gestern quasi die Welt der IT untergegangen.
Denn ich glaube, CrowdStrike heißt der Laden oder die App oder das Programm oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Die haben entschieden, freitags vormittags oder ich weiß gar nicht, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag oder so. Ich glaube, es kommt auf die Zeit nur drauf an. Egal. Sagen wir freitags vormittags. Haben die entschieden, einen Patch für ihre Software zu pushen. Und vielleicht erstmal ganz kurz an dieser Stelle, was ist überhaupt CrowdStrike? Das ist eine Sicherheitsanwendung. Also, wie sagt man, eine Security-Geschichte. Ich habe mich damit jetzt nicht allzu tief befasst, aber im Endeffekt läuft das auf ziemlich vielen Systemen, einmal quer durch die Welt verteilt. Und soll eigentlich für eine höhere Security der Systeme, auf denen das läuft, sorgen. Und demnach läuft das Ganze halt auch auf allen möglichen wichtigen Servern und Clients. Oder vor allem hauptsächlich Servern, glaube ich. Gestartet bei Krankenhäusern, über Polizei, über irgendwelche Firmen und Unternehmen. Ne? Also einmal quer durch wirklich alles eigentlich. In den verschiedenen Ländern. Will ich das jetzt runter und einsammeln? Eigentlich ist egal, die spawnt. Perfekt. Also schon eher wichtig, dass das Ding funktioniert. Und wie gesagt, ist halt eigentlich eingesetzt aus Security-Gründen. Und naja, die haben jetzt eben entschieden, Freitag Vormittag einen Patch zu pushen, der leider offensichtlich nicht ausreichend getestet bzw. halt fehlerbehaftet war. Und der hat dann wiederum einfach erstmal alle Geräte, auf denen diese Software halt lief, beim Startup direkt bluescreenen lassen. Das heißt, du startest deinen Server, beziehungsweise dein Server läuft halt, du installierst dieses Update, bam, dein Server ist weg. Bezogen auf Windows jetzt halt, ne? Das war bei Windows-Geräten entsprechend klar, weil bluescreen ist halt Windows und so, ne? Logisch. Passiert, weil diese Scheiße irgendwie im Kernel-Mode läuft. Also sehr, sehr tief im System drin, wenn man das jetzt mal so vereinfacht sagen möchte. Und da eben auf einer sehr tiefen Ebene ins System eingreift, was halt schon Sinn ergibt, da es ja so eine Security-Software ist, muss das ja irgendwo da rankommen. Ne, also von daher ist es schon einigermaßen logisch, aber halt schwierig. Ne, ist schon eher schwierig. Weil wenn du da drin halt Scheiße baust, dann ist halt dein System direkt komplett Eimer. Und naja, das war in dem Fall jetzt halt so. Das System war dann halt komplett Eimer. Oder die Systeme. Und sind halt dann alle verreckt. Und im Endeffekt nach dem Bluescreen, wenn das Ding dann wieder neu gestartet ist automatisch, dann hast du direkt wieder gebluescreent und ist direkt wieder verreckt. Das heißt im Endeffekt, du bist an die Kiste auch überhaupt nicht mehr rangekommen und warst einfach komplett gearscht. Ja. Viele haben den Scheiß direkt auch erstmal mit einem Windows-Update in Verbindung gebracht, beziehungsweise erstmal Microsoft dafür ans Bein gepisst quasi, was die da wieder für eine Scheiße gemacht haben. Aber tatsächlich kann Microsoft an dieser Stelle aber ausnahmsweise mal, naja, oder auch nicht ausnahmsweise, wie auch immer, können die jedenfalls überhaupt nichts dafür. Ja, tatsächlich ist das eine Sache, die wurde rein... Bin blöd. Die wurde rein durch diese CrowdStrike-Anwendung ausgelöst und im Endeffekt hat Microsoft damit erstmal herzlich wenig zu tun. Das soweit dazu, was passiert ist. Das Ganze hat sich dann so circa bis, ich glaube, 14 Uhr oder sowas gezogen, bevor halt dann von dem Hersteller gesagt wurde, yo, alles klar, wir haben einen Patch. Das Blöde an so einem Patch ist halt nur, um den installieren zu können, musst du halt dein System anbekommen. Und, wenn die Dinger halt durchgehen Bluescreen, ist das schwierig. Es ist wohl möglich gewesen... Ja, dieser Patch wurde halt direkt per Internet quasi draufgezogen, automatisch auf die Dinger. Es ist wohl möglich gewesen, dass man Glück hatte, sozusagen. Und wenn das Ding gerade hochgefahren ist, hat es Stück für Stück immer so ein bisschen das Update gezogen. Und irgendwann war quasi genug vom Update drauf auf der Kiste, dass man halt danach dem 15. Bluescreen irgendwann keinen mehr hatte, weil dann die App quasi auf dem neuen Stand war, mit dem Bugfix quasi. Aber ich sag mal so, das ist natürlich trotzdem irgendwie äußerst ungeil. Und die Sache ist natürlich auch, wenn alle gleichzeitig dieses Update ziehen, wollen sie natürlich die Server bei denen auch erstmal mäßig überlastet. Das heißt, es hat erstmal wirklich gedauert, bis du diese Updates eventuell auch bekommen hast. Das heißt, die Systeme lagen da schon noch relativ lange auch danach lahm. Es gibt theoretisch die Möglichkeit, das Ganze manuell zu fixen. Indem du halt einfach dafür sorgst, dass du halt die App daran hinderst zu starten. Also wenn du die quasi irgendwie aus dem System rausbekommst, dann bist du diesen Blödsinn quasi umgangen. Das Problem daran ist halt nur, wenn das System erstmal bluescreent, ne, wie kommst du da wieder drauf?
Ne? Gerade in Firmen, die oft auch irgendwie damit BitLocker unterwegs sind oder sowas. Das heißt, du kannst ja auch nicht einfach mal so von extern irgendwie auf den Drive drauf, ne, weil verschlüsselt. Da hast du dann richtig Spaß. Ich habe zum Beispiel so einen Post gelesen irgendwie auf Social Media, wo einer meinte, ja, also wenn du das ganze Problem beheben möchtest, dann machst du das, gehst in den und den Ordner, löscht die und die Datei und dann alles gut. Es sind quasi 4 Schritte gewesen. Ich meine, der Punkt ist halt, das musst du auf jeder einzelnen Kiste manuell machen. Das heißt, wenn du in einer Firma bist, die irgendwie, was weiß ich, 100 Server hat und auf jedem von denen läuft diese Software, haha, have fun, mein Lieber. Ne, dann hat der IT-Admin auf jeden Fall erstmal einen spaßigen Freitag gehabt, sagen wir es mal so. Und im Endeffekt war das dann so 4 Steps, die man durchführen musste. Ah ja, das sind Half-Steps, die noch hin müssen. Damit das quasi dann passt. Und dann war der 5. Step so, falls du BitLocker auf deinem System hast, dann spring von der Brücke. Weil die Steps dann halt nicht funktionieren. Es ist einigermaßen witzig. Also als Nicht-Betroffener oder Nicht-Beteiligter oder wie auch immer, ist es sehr wild, sich anzusehen, wie da alles eigentlich abgefackelt ist. Das ist schon heftig. Wie gesagt, das ist wirklich einmal quer durch die ganze Welt gewesen. Es gab dann auch einen Reddit-Post auf dem Subforum von dieser Anwendung oder von dieser Firma oder wie auch immer, ich weiß nicht genau. Wo sich dann Leute darüber ausgetauscht haben quasi, wie es sich bei ihnen so auswirkt, weil da hat dann quasi einer nachgefragt morgens so, Leute, ich habe da so ein Bluescreen mit Verweis auf die und die Datei und wie sieht's denn aus, hat das noch jemand? Und dann kamen halt so Stück für Stück die Antworten reingetrudelt so, ja, hier aus Japan, alles tot, oh ja, bin aus US, alles tot. Es war sehr wild da mitzulesen tatsächlich. Vor allem, weil dieser Post halt am Anfang mit so 100 Antworten und 100 Daumen hoch oder sowas gestartet hat oder 100 Upvotes, so wie man es nennt. Und am Ende des Tages oder Mitte des Tages, wie auch immer, bis es gefixt wurde, war das dann so in den 5-6.000ern, 5-6.000 Antworten, wo sich Leute halt dann, oder wo sich halt vor allem Sys-Admins quasi eingefunden haben in diesem Post und dann eben darüber diskutiert haben, ja, was denn da los ist, wie man das eventuell umgehen kann und so weiter und, ja, es ist ein wilder Freitag gewesen, also im Endeffekt, weißt du, du willst einfach nur, stell dir mal vor, du bist so IT-Sys-Admin quasi, willst einfach nur deine Ruhe haben an so einem entspannten Freitag und irgendeine fucking Firma, die eigentlich für die Sicherheit von deinem System zuständig sein sollte, kommt auf die Idee, sie pushen mal Freitagmorgens so ein Scheiß-Update und dein gesamter Freitag explodiert einfach und du bist nur noch dabei, irgendwelchen Systemen hinterher zu rennen, wo halt nichts mehr geht. Ich meine, stellt euch das mal vor, Flughafen und so weiter, alles war lahmgelegt, weil die Scheiß-Systeme nicht mehr liefen. Und ich meine, die laufen ja nicht nur ein bisschen nicht, sondern die sind dann komplett tot. So, die sind dann einfach nur noch am Bluescreen. Ende Gelände. Das ist richtig heftig. Das ist richtig, richtig heftig. Da hast du echt keinen Spaß dann dran. Also, auch bei mir in der Firma mussten ein paar Kollegen sich bei einem Kunden von uns damit tatsächlich rumschlagen, der es halt auch drauf hatte. Mussten gucken, dass die Scheiße irgendwie wieder ins Laufen bekommen. Weil das halt auch dann Server waren, die einfach entsprechend nur noch gesagt haben, ja, ich bin halt jetzt da. Ah, okay, doch, ich bin wieder weg. Und dann ging das immer so weiter. Ne? Das hat schon dann erstmal den ganzen Freitag gefressen quasi. Coole Sache auf jeden Fall an der Stelle. Aber da merkt man auch wieder, wie abhängig man eigentlich von solchen Sachen ist. Ne? Stell dir mal vor, ich meine, in dem Fall war es jetzt wirklich einfach nur ein Versehen quasi. Da hat irgendjemand halt so eine Software-Update gepusht, was vorher offensichtlich nicht ausreichend getestet wurde. Wie auch immer. Das passiert der Firma bestimmt auch nie wieder. Die werden jetzt alles 10 und 20 Mal testen, bevor sie auf Update klicken. Aber im Endeffekt, wie abhängig man eigentlich von solchen, ja, Firmen oder von solcher Software ist. Ich meine, stell dir mal vor, es wäre jetzt ein Angriff gewesen und irgendjemand hätte diese Software gehackt. Das wäre halt dann auch im selben Atemzug auf alle Geräte, zack, bam, gib ihm. Ne? Das ist schon heftig. Also es ist immer wieder mal so ein leichter Weckruf eigentlich, was da eigentlich in der IT-Welt oder wie knapp wir eigentlich in der IT-Welt immer vor so einer Totalkatastrophe stehen. Ja, ich meine, auch Microsoft, wenn es jetzt die wären zum Beispiel, die ein Update pushen und das Update sorgt dafür, dass plötzlich alle Systeme verrecken, könnte auch passieren. Ja? Und dann ist halt auch erstmal die halbe Welt lahm oder vielleicht sogar 3/4 der Welt. Das ist schon, ja, es gibt einem schon immer wieder irgendwie so Potenzial zum Nachdenken, aber ich meine, ganz ehrlich, was willst du halt dagegen tun, right? Wie willst du dann das machen? Du kannst halt auch nicht zigtausend verschiedene von diesen Security-Software-Anbietern haben. Einerseits, weil es wohl gerade in dem Bereich gar nicht so viele verschiedene gibt. Es gibt wohl wirklich nicht viel Konkurrenz auch in dem Bereich. Da ist es wirklich so ein oder zwei Hände voll, was du da quasi an Auswahl hast, welchen Anbieter du da verwenden möchtest und fertig, das war's dann. Und andererseits ist das Problem halt auch,
wenn du auf jedem deiner Systeme nachher eine andere Sicherheitssoftware einsetzt, dann musst du dir auch alle entsprechend dich damit auskennen. Du musst bei allen irgendwie die Patches am Start haben und so weiter. Das ist ein riesen Aufwand. Das kannst du nicht, das geht einfach nicht im Endeffekt. Das funktioniert nicht. Ne? Und dann hast du auf jeden Fall halt schon mal die Sache, dass im Endeffekt eine Firma immer auf ein und derselben Software hängt mit allen Geräten. Logisch. Das heißt nur, sobald diese Software verreckt, ist quasi bei der Firma erstmal Ende. Und desto mehr Firmen halt dann gleichzeitig auf derselben Software hängen, wenn die Software verreckt, ist halt Ende. Na? Und in dem Fall ist das jetzt halt bei diesem Ding aufgefallen, dass man da im Endeffekt eine sehr, sehr große Abhängigkeit drin hat. Aber wie gesagt, was willst du dagegen tun? Du kannst es im Endeffekt auch nicht ändern. Wir wissen das zwar, aber du kannst auch nichts dagegen tun eigentlich. Du musst halt damit leben. Das ist einfach so ein gewisses Risiko, das hast du in der IT. Weil wie gesagt, genauso gut könnte halt Microsoft morgen irgendwas verkacken, ein Update pushen und ja schade, dann ist die Welt halt weg. So nach dem Motto, ne? Ich meine, da machen Firmen das normalerweise so, jetzt wenn wir mal von Clients ausgehen, gibt es verschiedene Update-Ringe, ne? Dann wird ein Update erstmal auf einen kleinen Teil der Geräte ausgerollt und da mehr oder weniger getestet. Und wenn von den Usern keine Reports kommen, von wegen, das und das funktioniert alles nicht mehr, dann wird es quasi auf den nächsten, oder das wird automatisch auf den nächsten Ring ausgerollt an Geräten, aber man verhindert es dann halt eben nicht entsprechend, ne? Und lässt das durchlaufen und immer so weiter, bis man halt dann irgendwann alle Geräte geupdatet hat, ne? Dass es so versetzt quasi gemacht wird. Aber ja, ganz davor schützen kannst du dich halt trotzdem irgendwie nie. Vor allem, wenn es halt irgendwelche Security-Patches sind zum Beispiel, die jetzt vielleicht mit hoher Prio verteilt werden, weil es irgendeinen ganz wichtigen Security-Flaw halt irgendwie fixt, ne, der irgendwie ansonsten ausgenutzt werden könnte, dann willst du das halt auch schnell am Start haben. Aber wenn da dann wieder irgendwo irgendein Fehler drin ist, ne, das ist so eine Sache. Das ist ja dasselbe im Endeffekt, was man damals mit, was heißt damals, doch gar nicht so lange her, ich glaube es war Anfang des Jahres oder so. Oder April? Wie lange ist das her? Ist noch gar nicht so lange her. Ich will hinaus auf diese Vulnerability oder diese Backdoor, die man damals in dieser, wie hieß die App? XXXZ irgendwas oder sowas? Diese Linux, dieser Teil von Linux quasi, der für SSH und sowas verwendet wird, wenn mich das hier alles täuscht. Ja? Wo sich jemand quasi eingeschlichen hat in das Projekt und da eine Backdoor reingebaut hat und dann gesagt hat, oh ja, okay, alles klar, wir pushen das jetzt, das ist ein ganz wichtiges Update, ihr müsst das sofort installieren und Security und dies und das, ne? Und das quasi nur zufällig von irgendeinem Microsoft System Engineer irgendwie, wie auch immer, entdeckt wurde, weil plötzlich die Verarbeitungszeit von einem bestimmten Befehl irgendwie ein bisschen länger gedauert hat, ne? Wenn der das nicht entdeckt hätte, dann wäre das Update auf alle Produktivgeräte ausgerollt worden und ja, dann wäre halt auf jedem Linux-Server, der dieses Paket verwendet, was halt so ziemlich jeder gewesen wäre, diese entsprechende Backdoor drauf, wo halt derjenige, der die Backdoor kennt, einfach so auf den Server draufkommt. Mit Root-Rechten und allem drum und dran. Und das ist natürlich nicht so witzig. Na? Da hat man nicht so Bock. Definitiv. Von daher, das ist erstaunlich eigentlich, wie oft uns dieses Jahr das quasi vor Augen geführt wird, ne? Schon zum zweiten Mal jetzt. Wie, beim einen Mal sind wir knapp dran vorbeigeschlittert, beim anderen Mal sind wir eigentlich schon kräftig reingeschlittert. Nur es war halt noch eine Sache, die man relativ, ich sag mal, schnell wieder fixen konnte. Es hat natürlich trotzdem eine riesen Auswirkung und über die ganzen verschiedenen Unternehmen und staatlichen Institutionen und so weiter, die da lahmgelegt wurden, ist das mit Sicherheit ein Schaden in Milliardenhöhe, der da entstanden ist. Da kannst du sicher sein. Aber im Endeffekt ging es jetzt relativ schnell und einfach von der Bühne, möchte ich sagen, ne? Es wurde noch am selben Tag gefixt und mittlerweile läuft alles wieder. So. Aber es ist schon, ja, ne? Es ist halt, wie gesagt, das ist das zweite Mal dieses Jahr, dass es doch eher knapp war, dass unsere ganze IT verreckt. Das ist schon heftig eigentlich, wenn man da so mal drüber nachdenkt. Aber naja. Ja, das wollte ich also auf jeden Fall nur mal kurz ansprechen, weil ich finde das ein durchaus interessantes Thema. Wie abhängig man davon eigentlich ist. Und ich weiß gar nicht, ob die große Masse der Menschen sich darüber bewusst ist. Ich meine, klar, als IT-Admin oder als jemand, der in der IT arbeitet, weiß man sowas. Das ist mehr als offensichtlich, wenn man sich mit sowas beschäftigt. Aber so jetzt die breite Masse, keine Ahnung, ob das denen eigentlich bewusst ist. Ich meine, es wird dann immer in so einem Moment wird es immer bewusst, ne, wo es halt einmal quer durch die Nachrichten geht oder wo man dann vielleicht nicht in Urlaub fliegen kann, weil irgendwie alle Systeme lahmgelegt wurden. Da wird es einem dann auch immer als, ich sag mal, Privatperson bewusst, was für Auswirkungen das eigentlich haben kann und wie nah man eigentlich immer dran ist, dass halt ein Fehler alle Systeme lahmlegt. Aber ansonsten würde ich sagen, hat die breite Masse das ja überhaupt nicht auf dem Schirm, ne?
Das ist schon... Ups, das war falsch. Oder? Ja, das war falsch. Das ist schon einigermaßen heftig. Das ist auch der Grund natürlich, warum zum Beispiel so jemand wie USA immer... Fucking hell, das war knapp. Warum zum Beispiel die USA immer sehr bedacht ist, alles was so chinesisch angeht, ne, in letzter Zeit eher mal zu verbannen, beziehungsweise auf ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Weil im Endeffekt natürlich, wenn du zum Beispiel in Telekommunikation oder sowas sehr viel auf chinesische Hardware setzt, ja, da musst du nur auch mal ein so ein Fehler oder aber auch absichtliche Lücke drin sein und schon hast du dein gesamtes Land gefickt. Und naja, das ist dann auch nicht so geil. So, ich muss mal hier kurz ein paar Schnitzel rausschneiden. Danke. Echt jetzt? Könnt ihr mal eure, was heißt Meinung, aber ne, einfach mal irgendwie in die Kommentare schreiben, wie ihr das so steht, wie kritisch ihr das seht. Und ihr sagt, naja, damit müssen wir halt leben, wenn wir so eine vernetzte Welt haben wollen. Oh. Okay, hä? Das ist, manchmal funktioniert die Mod nicht direkt beim ersten Schlag, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Alter, die haben mir richtig viel Wolle wieder gedroppt. Oh, das war sogar ein graues Schaf, cool. Ja, wie gesagt, ich habe das auch immer nur dann auf dem Schirm, eigentlich, wenn es mal wieder passiert, sagen wir es mal so. Ne? Ich meine, klar weiß ich das theoretisch, aber praktisch denkt man da nicht dran, solange bis es erstmal wieder irgendwo knallt. Das ist schon so eine Sache. Aber wie gesagt, ich wüsste auch nicht, wie man das verhindern soll, ehrlich gesagt. Man ist halt einfach in dieser Welt... In der IT-Welt ist man einfach automatisch von so ein paar großen Playern einfach abhängig. Das ist so. So. Jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen Doomsday-Nachrichten vermittelt. Das ist doch wundervoll. Dann können wir jetzt auch an dieser Stelle... Alter, guck mal hier. Sieht man ja sogar. Schon ziemlich massiv. Das ist einfach so ein Riesenbalkendach jetzt. Naja. Was soll's? Was soll's? Ist okay. Müssen wir noch irgendwas hinmachen, glaube ich. Das ist ein bisschen leer hier alles. Weiß ich nicht, vielleicht machen wir da einfach nur Gras hin. Weiß ich noch nicht so genau. Ach doch, das sieht schon aus langsam. Ich muss sagen, ich bin mit dem Haus von unserem Feld eigentlich erstmal ganz zufrieden. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Technik da reinbekommen soll, aber ich bin damit erstmal ganz zufrieden. So, ich bin runtergefallen, ne? Richtig. Ich wollte das eigentlich wieder nach oben. Ich erinnere mich. Ah, ich komme nicht mehr nach oben. Ja, perfekt. So. Was hatten wir hier? Blöcke, 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 Blöcke. Hab keine Blöcke. Echt keine Blöcke. Oh, scheiße. Ich muss schon wieder Bäume umkloppen. Ich dachte eigentlich, ich hätte das die letzten Parts genug gemacht. Aber scheinbar nicht. Denn irgendwie reicht das Material nicht ganz. Und ich muss ja auch innen drinnen noch die Planken reinziehen, damit das Dach nicht so hoch ist. Bin immer nicht so ganz happy damit eigentlich, dass wir da so viel Platz verschwenden. Durch das massive Dach, was wir hier draufsetzen. Aber... ja. Keine Ahnung. Ich möchte es nicht so hoch haben, deswegen ist das jetzt halt so. Ups. Scheiße. Das war so ein Erdblock. Ich habe so wenig Erde eigentlich gerade. Ich habe das alles in der Spur abgelegt, ne? Naja. Ah, stopp, der ist falsch hier. Guck mal da. Schwer scheiße gebaut. So. Ja, also mich hat das übrigens, ne, dieser ganze Kram, weil ich jetzt noch kurz, nochmal, so kurz mal auszuführen, habe dich tatsächlich nicht betroffen. Ich musste da nicht irgendwo Feuer löschen. Bin ich auch ganz happy mit, weil ich hatte an dem Tag gestern genug andere Scheiße zu tun, ne? Bei meinen Kunden kam genug anderer Kram rein. Das hat nichts mit einer Großstörung zu tun gehabt oder sowas, aber halt viele kleine Themen, mit denen man sich auch gut den ganzen Tag beschäftigen kann. Von daher bin ich auch sehr froh, dass ich jetzt an der Stelle Urlaub habe. Das kann man definitiv mal so festhalten. So. Es wird schon wieder Nacht. Das ist wieder ein bisschen ungeil. Ist auch wild. Ich habe jetzt eigentlich gar nicht so unbedingt geplant gehabt, über das Thema zu sprechen, aber es kam mir irgendwie gerade nochmal so in den Sinn. Und ich dachte, ja, warum nicht? Ist doch gerade aktuell. Das heißt aber auch, ich habe mich natürlich nicht wirklich besonders darauf vorbereitet. Das heißt, ja, erwartet jetzt keine allzu, also ich hoffe, ihr habt jetzt keine allzu intelligente Ausarbeitung hier erwartet, weil das war es definitiv nicht. Das ist mir auch durchaus bewusst. Aber für während einem Minecraft-Let's Play muss es reichen. Und ich denke, die meisten Leute, die das jetzt hier gucken, werden wahrscheinlich von diesen Themen auch gar nicht so viel Ahnung haben. Nur,
Ich glaube, es ist durchaus wichtig, dass man das mal irgendwie gehört hat und vielleicht so ganz grob wenigstens weiß, was da abgegangen ist, weil ich denke, es hat ja jeder über die Nachrichten mitbekommen und war da vielleicht sogar auch in irgendeiner Art und Weise selber von betroffen, weil er vielleicht seinen Flieger in Urlaub nicht gekriegt hat oder so Sachen. Ne? Von daher ist das vielleicht schon sinnvoll, das mal erwähnt zu haben. So. Und da war mir auch vor allem wichtig, mal zu sagen, dass es eben an der Stelle nicht Microsofts Schuld war, weil das ist eine Sache, die man halt auch in Social Media immer ganz oft wieder liest. Gerade auf Twitter oder sowas, irgendwelche Posts von wegen be Microsoft, push an update on Friday noon and watch the world burn oder so ein Stuff, ne? Und da muss man halt an der Stelle einfach mal sagen, da hat Microsoft nichts mit zu tun gehabt. Ne? Die haben das im selben Moment rausgefunden wie wir alle, nämlich in dem Moment, wo halt die Nachricht kam, dass alle Systeme crashen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Microsoft auch keinen spaßigen Freitag hatte. Weil, klar, ich meine, wenn dein Windows-Server mit einem Bluescreen abkackt, dann bist du immer erstmal... Na, du bist ja immer erstmal daran, dass Microsoft in die Schuhe zu schieben. Ist ja klar. Ist ja auch einigermaßen logisch. Und deswegen möchte ich gar nicht wissen, wie deren Support-Hotline aussah. An dem Tag. Also die werden da bestimmt auch eine Menge Spaß gehabt haben. Aber hey. Ups. Auf jeden Fall, der Aktienkurs ist darunter, glaube ich, auch ein bisschen gelitten. Der von Microsoft ging jedenfalls ein bisschen bergab. Der von CrowdStrike hingegen ging natürlich deutlich mehr bergab. Ich glaube, die haben zeitweise irgendwie 20% von ihrem Aktienkurs einfach mal vernichtet. Also, ja, der eine Entwickler, der irgendwie genau weiß, dass er dieses Ding gepusht hat, beziehungsweise dass er da mit dran gearbeitet hat an diesem Update, der möchte ich jetzt nicht sein. Sagen wir es mal so. Ne? Der muss jetzt keinen schönen Tag gehabt haben oder schöne Woche. Wie auch immer. Kannst du vielleicht erstmal einen neuen Job suchen.